Während Europa im wirtschaftlichen Sinkflug ist, bildet sich eine neue Weltordnung aus. Und diese Weltordnung ist die Weltordnung der BRICS-Staaten, jetzt mittlerweile BRICS-Plus-Staaten. Wir werden heute in diesem Video darüber sprechen, was das für uns bedeutet. Wo sind die neuen Chancen? Denn wir haben ja eine Herausforderung. Und die Herausforderung ist, den Wohlstand, den wir haben, werden wir in der Zukunft nicht mehr erhalten können. Auch das Vermögen unter Umständen, zumindest hier in Europa nicht. Und wie gehen wir damit um? Wie können wir neue Chancen nutzen? Wo entstehen diese neuen Chancen? Wo gibt es noch zusätzliches Wachstum? Wo können wir das, was wir haben an Werten, an Produktivität, an Ideen, in der Zukunft am besten einsetzen, um die zukünftigen Herausforderungen zu überstehen? Und wir werden heute noch auf drei Dinge eingehen. Das erste sind die vier Währungen, die es gibt, die vier neuen Währungen, die mit dem BRICS Plus Summit verkündet wurden. Das zweite ist, warum Aktien nicht die ideale Anlagestrategie hier für Anleger in Europa sind. Und das dritte ist, wie und wo sich hier neue Wirtschaftsräume gestalten. Also bleibt dran, es wird sicherlich sehr, sehr spannend. Ihr habt vielleicht von anderen Kommentatoren schon gehört, dass jetzt die BRICS-Plus-Staaten sich geeinigt haben und eine neue Weltordnung darstellen. Was bedeutet das aber ganz genau und wie sieht das dann für uns aus? Da müssen wir ein bisschen ausholen und schauen, wie der Wohlstand hier in Europa und den USA entstanden ist. Die USA ist ja ein Land, was über europäische Siedler sich gestaltet hat. Und die europäischen Siedler haben lange Zeit von den Früchten des Kolonialismus gelebt. Das heißt, wir haben noch Strukturen, die mit den USA und Europa zusammen über Glasperlenhandel die ärmeren Länder ausbeuten, denen relativ wenig Gegenwert für ihre Ressourcen geliefert haben. Und wir sehen jetzt mit dem BRICS Summit in Südafrika, dass man anstrebt, das zu ändern. Ich möchte mal ganz kurz darauf eingehen. Wie sieht das denn momentan aus? Schauen wir uns das mal an. Die Tagesschau hat hier einen ganz guten Bericht von Herrn Klug. Muss man auch mal loben, wenn Journalisten irgendwas gut aufschreiben. Und Ramaphosa hat es zusammengefasst, einen Beitrag zu einer gerechten Welt. Das ist eigentlich das, was er verkündet hat. Wir haben jetzt 6 neue Länder in diesem Staatenverbund der BRICS. Man hat neue Länder aufgenommen. Und da müssen wir uns mal anschauen, wer sind denn diese neuen Länder? Ja, welche Funktion haben diese neuen Länder? Also nicht nur einfach die Länder aufzählen, sondern mal ganz genau schauen, was bedeutet das für uns? Schauen wir mal rein. Wir haben ja schon Russland und China, also ein ressourcenreiches Land und ein wirtschaftsreiches Land. Wir haben auch Indien, auch ein sehr starkes Land. Und Brasilien, auch ein sehr rohstoffreiches Land. Jetzt haben wir noch Argentinien. Zu Argentinien ist zu sagen, okay, warum haben wir Argentinien? Weil Argentinien, der neue Präsidentschaftskandidat Milei, ist ein Antisozialist. Das ist ganz interessant, wenn ihr die Twitter-Videos euch anschaut, die ich von ihm verlinkt habe. Dann seht ihr, wie er über die Sozialisten in einer ganz glasklaren Sprache spricht. Und sie als die Zerstörer der Welt bezeichnet. Das ist das, was er macht. Er legt den Finger ganz tief in die Wunde. Wir müssen uns nämlich anschauen, was hier Ramaphosa vor allem damit meint, wenn er von einer fairen und gerechten Welt spricht. Eine faire und gerechte Welt, das wäre eigentlich erstmal so ein Ausdruck des Sozialismus. Die Sozialisten wollen immer umverteilen. Umverteilen von denen, die Ideen haben und die produktiv umsetzen können, zu denen, die es nicht wollen oder können. Und damit schaffst du natürlich etwas, was für die Zerstörung, die wir gerade erleben, ausschlaggebend ist. Gerade wenn du nach Deutschland schaust, es gab ja vor kurzem gerade wieder so einen Zwischenfall, wo ein Asylbewerber mit einem Stuhl die Glasscheiben einer Ausländerbehörde zertrümmert hat, während die Beamten ruhend daneben standen. Wir sind in einer Leitkultur der Zerstörung. Alles das, was den Westen und den Wohlstand und eine funktionstüchtige Wirtschaft ausgemacht hat, wird zerstört und es wird zerstören gelassen. Das heißt, wir haben hier eine Leitkultur der Zerstörung, die eben auf diesen sozialistischen Prinzipien der Umverteilung beruht. Wäre da gar keine Umverteilung da, würde es solche Extreme und Exzesse gar nicht geben. Das geht eben nur, wenn du den Leuten etwas gibst, was ihnen eigentlich nicht zusteht. Und damit gibt es für die Menschen, die etwas können,
gar nicht mehr genügend Abstand zu denjenigen, die nichts können. Und die werden sich jetzt umorientieren. Die haben ja schon als Fachkräfte das Weite gesucht. Die Unternehmen haben schon größtenteils das Weite gesucht. Und wenn ihr mal in die Nachrichten reinschaut, dann werdet ihr gerade in Deutschland überall jetzt lesen, dass der Mittelstand vollkommen entsetzt ist, dass die Restaurantbesitzer entsetzt sind, etc. etc. Die Menschen sind entsetzt, weil sie sich haben täuschen lassen von der Politik. Sie haben sich so einlullen lassen und jetzt erleben sie, dass sie nicht mehr gerettet werden, dass sie nicht mehr so weitermachen können wie bisher. Obwohl sie 100% ihrer Leistung geben oder sogar mehr und sich dabei verausgaben, bleibt am Ende des Tages nichts mehr übrig, was diese Leistung zu gerechtfertigt im Vergleich zu denjenigen, die keine Leistung bringen. Das ist die Zerstörungsleitkultur, die wir in Europa mittlerweile haben. Und deswegen werden jetzt auch diese Unternehmer, da sind wir ja gleich beim Vermögensschutz, diese Unternehmer werden jetzt auch nicht mehr das Sprungbrett nach Europa, also irgendeinem anderen europäischen Land, von Deutschland aus gesehen, suchen. Denn in Deutschland fallen ja damit durch die Ketteneffekte, die Dominoeffekte der Zerstörung auch die Konsumenten weg. Wir sehen, es gibt jetzt eine massive Welle von Insolvenzen, die wird noch weiter zunehmen und Kaskadeneffekte auslösen. Hinzu kommt die Sicherheit, dass der Staat einen nicht mehr rettet. Damit steigen die Risiken der Unternehmer und die werden dann einfach woanders hingehen. Und diese Länder, in die sie gehen werden, werden auch keine europäischen Länder mehr sein, sodass Europa jetzt in einen Abwärtsstrudel hineingerät. Gleichzeitig wird nicht schnell genug diese sozialistische Struktur geändert. Das heißt, es werden immer weniger Nettozahler in Europa sein, die noch irgendwas einzahlen. Gleichzeitig steigt aber, gerade in Deutschland, der Anspruch an diesen sozialen Umverteilungskosten. Und die sind ja immer unproduktiv und nicht effizient. Und deswegen wird die Wirtschaft weiter leiden. Und irgendwann muss da ja mal jemand tiefer in die Tasche greifen. Das heißt, den Leuten, die arbeiten, wird noch weniger bleiben als den Leuten, die nicht arbeiten. Das ist das, was wir jetzt sehen, diese Umverteilung muss weiter am Laufen gehalten werden und im Endeffekt werden die Leute dann mit Schulden belastet werden. Auch darüber haben wir in der Vergangenheit schon gesprochen und das vorhergesagt. Das ist das, was sich jetzt für Ende dieses Jahres bereits beobachtbar abzeichnet. Das heißt, dieser Trend setzt jetzt beobachtbar ein. Der war vorher nicht so stark beobachtbar, jetzt wird er für jeden sehr stark beobachtbar. Und das ist dann etwas, was die Menschen in die Verzweiflung treiben wird, in die Depression treiben wird. Also bereitet euch auf solche Zustände vor. Und da möchte ich jetzt auf einen sehr wichtigen Punkt zu sprechen kommen. Ich sehe immer mehr Kanäle und Channels, die darauf hinweisen, dass ihr mit Aktien euer Geld schützen könnt vor solchen Entwicklungen. Ich habe mir das mal ganz genau angeschaut, schon über ein Jahr. Und es ist doch ganz einfach so, die westliche Welt ist im Abschwung. Das heißt, hier die entsprechenden Kandidaten zu finden, von denen du behaupten kannst, dass dein Vermögen sich erhalten wird, ist extrem schwierig. Ich habe schon gesehen, in den Finanzkrisen sind viele Finanzkrisen-Gurus auf die Nase gefallen, die haben RWE oder sowas empfohlen, also und Energieunternehmen, die werden nie scheitern und dann sind die einfach kollabiert, regelrecht an der Börse sozusagen, ist der Aktienpreis kollabiert und die Anleger haben einen Großteil ihres Vermögens verloren. Und auch wenn ich mir die Performance dieser Krisengurus in den Fonds, die sie auflegen, anschaue, dann ist die nicht sehr viel besser als die Inflation. Das heißt, das Maximum, was du vielleicht als unprofessioneller Anleger mit viel Arbeit und viel Zeitinvestment herausholen kannst, ist unter Umständen Inflationsausgleich. Gleichzeitig greifst du dir ein Risiko heraus. Du kannst ja in die Staaten, die jetzt zukünftig wirtschaftlich wachsen, also ein Wirtschaftsexplosionswachstum erleben. In diese Staaten kannst du wahrscheinlich nicht investieren, weil wir haben ja gesehen, was mit den Sanktionen passiert ist. Russische Aktien wurden sozusagen entwertet und wenn jetzt Konflikte mit Taiwan und anderen Ländern kommen, dann werden wir unter Umständen solche weitreichenderen Sanktionen in der Zukunft sehen. Wir müssen mal zum Beispiel jetzt auf die neue BRICS-Plus-Liste schauen. Und da sind einige Länder hinzugekommen, neben Argentinien auch zum Beispiel der Iran, der ja unter Sanktionen steht. Das heißt, es könnte natürlich auch so sein, dass man in der Zukunft vom Westen her geht und sagt, ja, die BRICS-Länder, die müssen wir sanktionieren, weil sie eben mit dem Iran Handel treiben. Also da müssen wir aufpassen, dass wir nicht in solche Kollateralschäden der Aktienanlagen hineingehen. Und deswegen glaube ich, dass das Anlegen
in Aktien für jemanden, der hier in Europa sitzt, zunehmend schwieriger wird und nicht die Lösung für Vermögens- oder Wohlstandserhalt in der Zukunft sein wird. Schon gar nicht dann, wenn du ein Sparschwein bist, sozusagen, also dein Sparvermögen irgendwo liegen hast, der Staat das sieht, der Politiker, der dann den Zwang hat, die Notwendigkeit zu sagen, wie kann ich hier meine sozialistische Kasse auffüllen, meine Umverteilungskasse auffüllen, da muss ich jemanden finden, der irgendwas hat und dann komme ich mit dem Hammer hin und hau einfach auf dieses Vermögenssparschwein drauf. Das ist nämlich genau das, was passieren wird in der Zukunft und deswegen halte ich das zwar für kurzfristig vielleicht möglich oder für kurzfristig sinnvoll, aber für langfristig sehr, sehr gefährlich. Kommen wir jetzt mal auf die Erweiterung zu sprechen, nachdem wir davon gesprochen haben, dass hier im Westen wir eine enorme Gefahr in der Wirtschaft haben. Das ist das, was wir gesagt haben. Ja, wenn die Aktien schwierig zu identifizieren sind, dann haben wir eine zukünftige Wirtschaftsflaute in vielen Bereichen zu verzeichnen. Das heißt, hier im Westen werden wir kaum noch irgendwas haben, was funktioniert. Da müssen wir uns anschauen, wo funktionieren Dinge. Und das steht natürlich hier in dieser BRICS-Liste drin. Wir haben also Argentinien, was weggeht vom Sozialismus, Äthiopien als afrikanisches Land. Dann haben wir mehrere Länder, die sehr stark mit dem Energieexport zu tun haben. Ägypten mit dem Suezkanal, Saudi-Arabien, Iran und die Vereinigten Arabischen Emirate. Plus eben das ehemalige oder das schon bestehende BRICS-Mitglied Russland. Das heißt, wir haben hier eine neue Währung. Also ich hatte euch ja angekündigt, wir müssen heute über die vier neuen Währungen sprechen, die mit diesem BRICS-Summit entstanden sind. Der Kommentator Klug sagt hier, okay, am Ende des Summits wurde nicht über eine gemeinsame Währung gesprochen. Das hatte man ja mal angedacht. Aber diese gemeinsame Währung besteht schon. Diese neue gemeinsame Währung ist Gold. Wir haben jetzt hier fast die gesamte Erdöl- und Gas exportierende Wirtschaft in den BRICS-Plus-Staaten. Und die bestimmen demnächst den Weltmarktpreis. Und die handeln diesen Weltmarktpreis über den Goldstandard ab. Das heißt, wir haben jetzt de facto einen neuen Goldstandard. Das etablieren die erstmal in Ruhe. Die müssen ja nicht sofort den Dollar ablösen. Keiner hat ein Interesse an dem sofortigen Zusammenbruch der Wirtschaft. Ich habe heute Morgen ein Bild gesehen, die Warenlieferungen von und nach China und wir sehen, dass hier noch enorme Verbindungen zu USA zum Beispiel existieren. Das heißt, man bricht das natürlich nicht von heute auf morgen ab, sondern man transformiert jetzt ganz langsam das Weltgeschehen. Und die erste Währung, die wir haben, ist also Gold. Die zweite Währung, die wir haben, ist Energie und Ressourcen. Das ist das, was Ramaphosa ja gesagt hat. Wir möchten eine Welt, die alle mit einschließt und die wohlhabend ist. Ich kann euch das auch nochmal zeigen. Ein neues Kapitel, um eine faire Welt zu schaffen, eine gerechte Welt, eine Welt, die alle mit einschließt und wohlhabend ist. Also nicht mehr länger die afrikanischen Länder ausgegrenzt, sondern eben die Ressourcen der Welt zu fairen Marktpreisen anbietet. Und das wird man über den Goldstandard schaffen. Und das nächste, was wir haben, ist dann eben freier Handel. Das ist die nächste Währung, die wir innerhalb dieser BRICS-Staaten haben. Freier Handel ist nur dann möglich, wenn die dritte Währung kommt. Und die dritte Währung ist die Souveränität der Staaten. Das heißt, alle Staaten, die in diesem BRICS-Verbund drin sind, sind selbst souverän. Also all die Mitglieder, die man aufnimmt, zeigen jetzt ganz klar eine Neuausrichtung als Gegenpart zur westlichen Welt auf. Das ist das, was wir sehen, zur europäischen Welt. Und wenn wir uns das anschauen, wir haben hier in Europa keine souveränen Staaten mehr, sondern wir haben ein Konstrukt. Wir haben das Konstrukt der Europäischen Union mit der Europäischen Kommission und den ganzen NGOs und den ganzen Lobbyistengruppen und was weiß ich, was da noch alles dahinter steckt, die über Bürokratie den Staaten befehlen, was sie zu tun haben. Das heißt, wir haben auch keine souveränen Staaten mehr in Europa. Und dieser Staatenverbund ist zum Untergang verurteilt, was wir hier als wichtigste Nachricht mit herausnehmen können. Die souveränen Staaten innerhalb der BRICS-Plus-Gruppe werden ihre Interessen durchsetzen. Setzen sie ihre Interessen bestmöglichst durch, erhalten sie das Optimum. Die Staaten der europäischen Gruppe müssen immer Bittsteller sein bei der Europäischen Union und können ihre Interessen gegenüber dem Weltmarkt nicht mehr durchsetzen, sondern sie werden von oben herab befehligt, haben Produktivitäts- und Effizienzverluste innerhalb dieser bürokratischen Struktur und das, was mal angedacht war,
als eine Struktur, nämlich die Europäische Union, Europa, was als politisches Konglomerat seine Interessen gegenüber der Weltpolitik durchsetzt, wo man gesagt hat, 500 Millionen Einwohner unter einem Verhandlungsdeckel sind mehr wert als die einzelnen souveränen Staaten, können mehr Druck auf der weltpolitischen Bühne ausüben. Europa ist gescheitert. Wir sehen das gerade auch dann, wenn Ursula von der Leyen irgendwo hinreist und versucht, als europäische Präsidentin sozusagen die Interessen Europas irgendwo durchzusetzen. Sie wird gar nicht ernst genommen, weil sie ja nicht politisch legitimiert ist. Und auch die Vertreter Deutschlands werden mittlerweile nicht mehr ernst genommen. Das heißt, auch hier haben wir eine enorme Erosion der politischen Bereitschaft, der politischen Einflussnahme auf der Weltbühne. Und das ist das, was wir gerade sehen. Die europäischen Staaten von Europa sind eine schöne Idee, werden weltpolitisch nicht mehr ernst genommen, spielen auch gar keine Rolle mehr. Und die BRICS-Staaten haben sich da ganz klar entgegengestellt. Sie haben auch, und das ist das Wichtige hier in diesem Artikel natürlich, das werdet ihr an anderer Stelle schon gelesen haben, über 42% der Weltbevölkerung jetzt und auch über 37% der weltweiten Wirtschaftsleistung. Und das ist die Wirtschaftsleistung vor dem Kollaps, vor dem festgestellten Kollaps, den wir gerade hier im Westen erleben, den wir gerade beobachten. Das heißt, wir haben ja immer bei der Beobachtung, wo stehen die Länder gerade, noch alte Daten vom letzten Jahr. Und schauen wir uns dann Ende dieses Jahres, Anfang nächsten Jahres mal die Daten von diesem Jahr an, dann werden wir sehen, dass Deutschland mittlerweile abgerutscht ist von einem der produktivsten Länder auf das Niveau eines Entwicklungslandes und auf der Weltbühne keine Rolle mehr spielen wird. Und dann ist auch ganz klar, dass natürlich hier eine neue Weltordnung kommt, die gegen die G7 sich stellen wird. Aus den G7-Ländern, aus den ehemalig wirtschaftlich stärksten Ländern, brechen einige Länder weg, wie Deutschland, und spielen deswegen auch keine Rolle mehr. Und auch damit haben wir eine neue Änderung. Wir haben also Souveränität als dritte Währung und dann gibt es natürlich noch eine vierte Währung. Was ist die vierte Währung? Vielleicht möchtest du es mal unten reinschreiben, bevor ich es erwähne. Es hat was mit dem letzten Video zu tun. Wir hatten ja über den Abschuss oder die Sprengung von Prigozhins Flugzeug gesprochen. Und eine der Währungen, die in dieser neuen Weltordnung unheimlich wichtig sein wird, ist Loyalität. Das ist etwas, was die westliche Weltordnung so nicht geprägt hat, sondern eher das Gegenteil. Man war loyal, während man bestimmte Verträge nutznießerisch ausbeuten konnte, hat dann immer wieder neu verhandelt und hat es einem nicht gepasst. Dann hat man zum Beispiel die Regierungsführer beseitigt. Das ist das, was wir in der alten Weltordnung gesehen haben. Deswegen ist auch ganz interessant zu sehen, dass auch Guterres sich hier zu dem Vorgehen der BRICS-Staaten geäußert hat, gesagt hat, wir stecken in einer weltweiten Transformation und in dieser Transformation müssen wir entgegenkommen. Das heißt, wir haben hier auch die Bildung von neuen politischen Strukturen. Wir haben jetzt ein neues Weltwirtschaftsforum. Das Weltwirtschaftsforum in Davos spielt keine Rolle mehr. Wir haben eine neue Gruppe, die jetzt bestimmt, der Sitz der neuen Gruppe wird in Shanghai sein. Wir werden demnächst auch eine neue UNO sehen. Denn auch die ist ja westlich geprägt. Wir sehen, das hat auch nicht so richtig funktioniert jetzt in der Vergangenheit, wo Russland nicht mehr nach New York reisen durfte. Also wir werden neue Organisationen sehen, neue Strukturen sehen und das werden alles keine westlichen Strukturen mehr sein. Das heißt, die westliche Einflussnahme, die noch da ist über die NGOs, die ist vollkommen nutzlos und wertlos, weil natürlich hier der Konsum auch zusammenbrechen wird im Westen. Und die neuen Strukturen und die neuen Chancen sitzen eben in diesen Ländern, die wir gerade besprochen haben, plus den Ländern, die jetzt zu den BRICS-Staaten hinzukommen wollen. Das sind ja mehr als 22 Länder, die noch Aufnahmekandidaten sind und weitere stehen schon Schlange und möchten an den Erfolgen der neuen Weltordnung teilhaben. Da werden wir also sehen, dass es hier eine enorme Verlagerung gibt. Das ist ungefähr wie der Fall der DDR und der Aufkauf der DDR, beziehungsweise Aufkauf der BRD durch die DDR. Also es gibt hier vollkommen neue Strukturen. Und wenn ihr euch jetzt damit beschäftigt, wo ihr demnächst irgendwas aufbauen wollt, dann würde ich mich einfach mal in diesen BRICS-Staaten oder
zukünftigen BRICS-Staaten umschauen, wie da die politischen Verhältnisse sind, die rechtlichen Verhältnisse, die Lebensverhältnisse, und dann würde ich mich danach ausrichten, ob ich in solchen Ländern anfange, etwas Neues aufzubauen. Also das Alte abbauen, was Neues aufbauen, das ist das, worum es hier geht. Und es ist ganz klar erkennbar, die Weichen wurden jetzt gestellt, sie wurden jetzt umgestellt, zack. Und es gilt jetzt zu handeln, bevor es zu spät ist. Nun, das war es heute an der Stelle. Also ihr seht, fast die Hälfte der Weltbevölkerung und ein Großteil der Wirtschaftskraft über fast schon 40%. Und am Ende dieses Jahres, wenn wir die neuen Zahlen haben, werden wir wahrscheinlich sehen, dass die BRICS-Plus-Staaten wesentlich mehr als 40% der Wirtschaftsleistung haben und damit eigentlich mittlerweile schon die Vormacht in der Welt haben. Ja, das war es heute an der Stelle. Ganz herzlichen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert. Wenn es euch wirklich gut gefallen hat, dann könnt ihr auch liken. Wenn es euch nicht gefallen hat, dann würde ich mich drüber freuen, wenn ihr zweimal am besten gleich disliked. Dann ist das auch total sicher. Also, ganz herzlichen Dank. Bis demnächst. Auf Wiedersehen.